Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften XXL-Ausgabe von Kevin bewertet eure Kombination in Mario Kart 8 Deluxe. Ja, es gibt auch hier wieder einen kleinen Vorspann und ein kleines Vorwort, denn ich möchte gerne was loswerden. Ich möchte mich erstmal bei euch bedanken für über 3333 Abonnenten. Wir werden immer größer und ich freue mich einfach auf alles, was dieses Jahr noch so bietet. Ein kleiner Hinweis von meiner Seite aus, hört euch den neuesten Podcast an, hier gibt es alle aktuellen Informationen. Ich möchte mich bei euch bedanken für die vielen Einsendungen, die ihr mir wieder eingereicht habt. Ich habe mich für die besten 19 in dieser Folge entschieden. Was ich euch auch noch sagen möchte, ist, dass dieses Video wirklich sehr, sehr aufwendig ist. Nur damit ihr euch das mal vorstellt, diese ganzen Einblendungen im Video, ne, mit der Kombination, mit eurem Kommentar, mit dem Inhalt der Kombination sowie mit allen Einblendungen, mache ich praktisch alles mit Screenshots, speichere mir das ab und fügt das dann alles mit Video- und Soundeffekten in das Videoschnittprogramm rein und fahre das dann halt auch. Also da ist wirklich ein riesen Aufwand. Deswegen möchte ich euch einfach nur bitten, wenn ihr Kommentare abgibt und eure Kombinationen gerne bewertet haben möchtet von mir, dann schreibt's bitte so leserlich, grammatikalisch, wie nur irgendwie möglich. Das macht das Leben mir auf jeden Fall sehr, sehr leicht. Ich bedanke mich schon mal jetzt für die Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei den nächsten 19 Kombinationen. Haut rein, drückt auf den Button und wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn ihr nach dem Video Lust habt, euch noch weitere Kombinationen anzuschauen, dann guckt einfach hier in die Playlist rein. Dort habt ihr alle Kombinationen auf einen Blick. Kevin bewertet eure Kombinationen in Mario Kart 8 Deluxe. Gefällt dir dieses Video und du möchtest mich unterstützen? Dann gib uns einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und wenn du möchtest, kannst du uns für 5 Euro auf Patreon unterstützen. MKZ Lisa hat eingereicht den grünen Yoshi, das Pünktchenkart, die kleinen blauen Reifen und den Parasegel. Diese Kombination habe ich auch öfters mal gespielt, hat hohe Beschleunigung, dafür geringes Tempo. Das bedeutet, auf geraden Strecken boost du hier ziemlich schnell, aber auf kurvenreichen Strecken, wie hier auf der Komoo-Weide zu sehen, relativ gut. Deswegen kann man die gute Beschleunigung als guten Stat mitnehmen, allerdings bei der Geschwindigkeit hast du auf geraden Strecken leider öfters das Nachsehen. Deswegen kann ich nur empfehlen, diese Kombination einfach mal auszuprobieren. Für mich ist es eine 8,5. Der gute Jokan hat den Shy Guy eingereicht mit dem Rennwagen, den kleinen blauen Reifen und dem Papiergleiter. Diese kleine, süße, schnuffige Kombination hat eigentlich in den Stats überall so ein bisschen im Mittelfeld. Ein kleiner Peak in der Beschleunigung. Ich finde, das sieht irgendwie aus wie so ein verkehrtes U-Boot mit Shy Guy, aber ich habe echt gestaunt über das gute Handling, aber leider ist das Tempo nicht sehr gut. Hier auf kurvenreichen Strecken kannst du auch hier wieder gut punkten. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Probiert's mal aus. Für mich ist es eine 8 von 10. Die nächste Kombination kommt von Kaida Hai Uwe mit dem roten Yoshi, dem Standardbike, den kleinen roten Reifen und dem Standardgleiter. Also diese Symbiose hat Mittelsets verdient. Ich finde sie eigentlich sehr, sehr schön. Also zumindest hat man hier mal auf Farben geachtet. Das macht ja auch nicht jeder, ne? Also rot passt auf jeden Fall zu rot. Man kann hier nicht viel sagen, außer dass es eine absolute Anfänger-Kombo ist. Ich finde sie zu Standard, deswegen ist es hier für mich ein Minuspunkt. Letztendlich kann man damit aber genauso Rennen gewinnen wie bei allen anderen auch. Es bleibt für mich dennoch bei einer 8,5 und nicht mehr und nicht weniger. Die nächste Kombination kommt von Shadow Ghost mit Waluigi in Striker, kleinen roten Reifen und dem Wolkengleiter. Rein statistisch gesehen ist alles im Mittelfeld. Ich finde aber trotzdem, dass diese Kombination, so wie sie hier dasteht, richtig gut aussieht und auf kurvenreichen Strecken sehr gut ankommt. Denn das ganze Hin- und Herwippen hat auf jeden Fall seinen Sinn. In der B-Note ein absoluter Pluspunkt. Leider fehlt in dieser Kombination das Highlight. Hier hat man irgendwie so keinen Extra, wie man das in jeder Kombination hat. Für mich bleibt diese Kombination dennoch eine 8 von 10. Joris hat eingereicht Larry, das Piratenschiff, die kleinen türkisen Reifen und den Papiergleiter.
Ich mag diese Kombi nicht irgendwie. Also wir haben fast maximale Beschleunigung, aber dafür kein Tempo. Und dann habe ich mir mal hier Käseland ausgesucht, um das mal zu testen, und ich kam damit irgendwie nicht so richtig klar. Nichtsdestotrotz, klar ist die Beschleunigung top, alles andere für ein Popo. Driften konnte ich nicht, Tempo hat er auch nicht. Auf kurvenreichen Strecken hast du hier eine Chance. Auf geraden Strecken eher nicht. Deswegen ist das leider nur 5,5 von 10, eine sehr schlechte Bewertung. Der liebe Benny hat direkt drei Kombinationen eingereicht. Bitte einfach nur einzeln schicken, dann hast du größere Chancen. Ich habe hier Pichette genommen, mit den Bärchenboliden, dem Blattreifen und dem Papiergleiter. Mit guter Beschleunigung, mittlerem Tempo. Ich finde aber trotzdem, dass diese Kombination gerade mit dem Blattreifen eigentlich sein Gutes hat. Es sieht schick aus, vom Gefühl her konnte ich damit gut fahren auf dieser Strecke. Allerdings sind die Reifen hier das Problem, weil auf allen anderen Untergründen rutschst du wie so auf einer Gummimatte herum. Dementsprechend kann ich hier leider nicht mehr als 7,5 geben. War aber eine schöne Idee. Die liebe MKZ Lisa hat eingereicht. Roy, Clownkutsche, die kleinen blauen Reifen und den Parasegel. Also habe ich so auch noch nicht gehabt. Die Statistiken sind alle in der Mitte. Aber so kleine Kombinationen, wo du richtig gut mit driften kannst, ne, finde ich eigentlich richtig geil. Und Roy, ich finde, das sieht echt lustig aus in dieser Clownkutsche. Es ist mal was anderes. Leider ist es in der Beschleunigung schwierig, wenn du gegen eine Wand bummst oder so. Das ist dann wieder schlecht. Aber an sich hat die Kombination mir eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Deswegen eine 8,5 von 10. Weiter so. Der Sepp hat eingereicht den grünen Birdo, das Pünktchen-Kart, die kleinen blauen Reifen und den Standardgleiter. Diese süße Kombination hat in allen Statistiken eigentlich ganz okaye Werte. In der Beschleunigung und im Handling natürlich die meisten Werte. Ja, das Tempo ist natürlich nicht so gut, weil wir haben einen kleinen und leichten Charakter. Da kann man nicht so viel machen. Nichtsdestotrotz finde ich das geil, wenn es leicht und spritzig ist. Beim Tempo kann man aufholen, indem man in engen Kurven gut driftet, wie man hier sehen kann. Das geht auf jeden Fall. Man muss damit umgehen können. Ich kann es auch nicht immer, aber es bleibt eine 8,5 für mich. Der Max Jones hat eingereicht den Knochenbowser, das Machbike, also ich weiß nicht, was du bei Machbike schreiben wolltest, aber egal. Ich habe das Flammenbike genommen, für gutes Tempo, mittlere Beschleunigung. Das heißt, du hast hier in dieser Kombination tatsächlich die Möglichkeit, mit einem sehr, sehr breiten Drift auf Strecken richtig gut zu performen. Ich finde, es sieht rattenscharf aus. Gut, bei der Beschleunigung musst du ein paar Abstriche machen, aber in dem Spiel musst du halt mal Abstriche machen. Das geht halt auch nicht anders. Aber diese Kombination hat so Bock gemacht, dass ich eine 9 von 10 gebe. Ja, ist kein Scheiß. Jetzt wird's cringe, meine Lieben. Black hat eingereicht das grüne Inklinkerl, Yoshi bei kleine türkisen Reifen und den Papiergleiter. Naja, okay, das kann man machen. Wir haben eine erhöhte Beschleunigung, dafür leider nicht so ein gutes Tempo. Indrift ist ja eh nicht so mein Fall. Nichtsdestotrotz war es hierfür echt ein leichtes Handling. Ich muss trotzdem meinen Minuspunkt geben, ich hasse Indrift, sorry. Auf geraden Strecken, so wie hier, ist es mit Tempo eigentlich auch immer schwierig. Es ist jetzt keine Vollkatastrophe. Eine 7,5 kann ich hier noch geben. Jetzt kommt Donkey Kong von John Lange mit der Clownkutsche, den kleinen roten Reifen und dem Papiergleiter. Ganz ehrlich, guckt euch mal das Decay in der Clownkutsche an. Das ist so geil, ich liebe es total. Also die Stats sind alle in der Mitte, das hat mich total überrascht, ne, weil Donkey Kong ein schwerer Charakter ist. Aber die Clownkutsche mit den kleinen roten Reifen, ja, die mixen das weg. Deswegen lustig, alles ist im Mittel. Aber DKs Freude, guckt euch das mal an, wie cringe das aussieht. Also, ich weiß auch nicht. Ich hatte mit der Kombination richtig Spaß. Deswegen gebe ich hier eine 8,5. Und jetzt geht's weiter mit Damien. Mit dem blauen Yoshi-Bärchen-Boliden, kleinen türkisen Reifen und dem Papiergleiter. Alles in Blau, das sieht natürlich sehr schön aus. Wir haben einen kleinen Peak in der Beschleunigung. Alles andere ist so ein bisschen im Mittelbereich. Das heißt, man kann auch hier wieder auf kurvenreichen Strecken mit den guten Drifts ganz viel rausholen. Und ich finde, das sieht sehr schön aus, weil es einfach in einer Farbe ist. Trotzdem hast du auf geraden Strecken gerade hier ein bisschen das Nachsehen. Deswegen kann man hier nicht so viel machen wie vielleicht bei anderen. Es sieht aber einfach schick aus. Deswegen muss ich hier eine 8 von 10 geben.
Und here we go, geht's weiter mit B2N Scamander oder so. Ich spreche es richtig aus, ich weiß es nicht. Guckt euch mal diesen Truck an. Tanuki Mario mit diesen riesen fetten orangenen Reifen. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Wirklich nicht. Es sieht total lustig aus. Ich finde, es war überraschend gut. Das hat echt Spaß gemacht. Würde ich sogar ein zweites Mal fahren. Leider hast du in dieser Kombination einfach keine Beschleunigung. Also wenn du gegen irgendwas fährst, hast du einfach verloren. Es ist einfach so. Aber eine 8,5 gebe ich dafür trotzdem. Du hast was gewagt und hast gewonnen. Weiter so. There you go, MKZ Lisa. Das dritte Mal schon. Lakito mit den Schwammreifen, dem Fichtenbock und dem Parasegel. Die nimmst du irgendwie immer, meine Liebe. Statistisch gesehen haben wir eine hohe Haftung und hohe Beschleunigung. Das heißt natürlich, dass wir wieder ein geringes Tempo haben. Auf dieser Strecke hier hat man natürlich wenig Kurven, deswegen kann man hier relativ wenig machen im Tempo. Aber ich habe hier erstaunlich gutes Handling irgendwie empfunden. Gerade mit den Schwammreifen war das eigentlich echt eine sehr gute Symbiose. Auf anderen Untergründen sieht das leider natürlich wieder anders aus. Deswegen bleibe ich hier standardmäßig bei 8 von 10. Die Spitzgurke ist wieder da mit Luigi, dem Fichtenbock, den Retro-Reifen und dem Fallschirm. Und das ist tatsächlich die bessere Fichtenbock-Kombination, zumindest gefühlstechnisch. Statistisch gesehen ist es natürlich ein bisschen ausgewogener dadurch. Ich hatte das Gefühl, man konnte hier ein bisschen mehr kontrollieren. Ne? Besseres Handling, bessere Drifts, besseres Tempo, es schließt sich von selber. Bei der Haftung ist bei den Retro-Reifen leider das Problem bei Wasseruntergründen. Bist du dann einfach im Rutsch. Deswegen bleibe ich auch hier bei 8 von 10. Weiter geht's mit Isa, mit der Piranha-Pflanze, dem Pünktchenkart, den kleinen roten Reifen und dem Bowser-Gleiter. Isa, was hast du dir dabei gedacht? Statistisch gesehen hast du ein bisschen mehr Beschleunigung, alles andere ist im Mittel. Aber auf dieser Strecke ist dir diese Piranha-Pflanze-Kopfkacke im Weg. Du siehst die Kurven ja gar nicht richtig. Naja, ein Pluspunkt muss ich ja geben. Es ist die Beschleunigung. Der Rest passt einfach nicht. Es tut mir leid. Es ist einfach... Das Pünktchenkart ist toll, aber diese Piranha-Pflanze geht gar nicht. Das ist die schlechteste Bewertung, die ich jemals gegeben habe. 3,5. Weiter geht's mit Leon, der das Yoshi-Bike eingereicht hat, mit Yoshi, dem Papiergleiter und den kleinen blauen Reifen. Also hier passt natürlich wieder alles, ne? Auch wenn es wieder ein Innendrift ist. Hohe Beschleunigung, mittleres Tempo, aber hier auf der Strecke ist Innendrift Gold wert. Guckt euch mal an, ich drifte hier wie ein Weltmeister. Diese Kombination ist eine reine Standardkombination für Anfänger, hat aber dadurch leider ein schlechtes Tempo, wenn ihr die Drifts nicht mitnimmt. Auf geraden Strecken also nicht zu empfehlen. Diese Strecke ist prädestiniert dafür. 7,5 mache ich bei Standardkombination immer. So, jetzt geht's nochmal mit Tobias weiter, mit Luigi, dem Tintenferno-Core, den kleinen roten Reifen und dem Papiergleiter. Statistisch, ich verstehe nicht, warum das alles im Mittelwert ist. Ich finde diese Kombination eigentlich richtig stark, weil man hier mit dem Handling und mit den Drifts hier richtig was gut machen kann. Gerade hier in dieser Haarnadelkurve, das lässt sich so smooth machen, aber ja, leider hat auch diese Kombination einfach kein Highlight irgendwie, ne? Das ist einfach das Problem. Eine 8 von 10, es fehlt einfach irgendwas. Jetzt kommt Diddy Kong von Isa mit dem Roller, den kleinen roten Reifen und dem MK-Station-Gleiter. Wir haben fast maximale Beschleunigung und fast kein Tempo, Isa. Mein lieber Freund, was hast du dir dabei gedacht und was hab ich mir dabei gedacht, da in die Flammen zu springen? What the fuck? Naja, es ist immerhin Diddy Kong, ne? Es sieht süß aus, wie er klatscht und springt. Beschleunigung ist toll, aber es ist einfach leider voll unausgewogen. Es tut mir leid. So gerne ich Diddy Kong liebe und den Roller mag, kann ich hier nicht mehr als 6,5 geben. Leider.